Hi, 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 Leute. Ich bin gerade am PvP ein bisschen unterwegs. Ihr seht schon, 4 von 6 Flaggen habe ich verspielt und bin dann auf ein sehr interessantes Team gestoßen. Bombenteam. Teamstärke ist durchschnittlich, aber die Platzierung mit 2896 und Platz 19 der Welt ist ziemlich heftig. Einer der Gründe dafür könnte natürlich am Kostüm liegen. Von Satana, eine könnte liegen an Frigga. Frigg. Gucken noch mal an, was Frigg so macht. Ist einer der neuen Helden seit der letzten Valhalla-Beschwörung. Fügt allen Gegnern 100% Schaden zu. Sie ist schnell. Fügt zusätzlich 18% Schaden zu für jeden Naturschild auf dem Feld. Bis zu 244%. Ich vermute mal plus die 100%, also 344%. Alle Feinde erhalten minus 8% Verteidigung, zusätzlich 4% Verringerung für jeden Naturschild auf dem Feld. Puh, ja. Achso, und der Reichsbonus heilt alle Verbündeten um 2%, wenn der Alfheim hält, eine niedrige Gesundheit hat. Und mal gucken, wie wir uns dagegen schlagen. Wir werden das Team ganz großartig umbauen. Wir werden einfach mal gucken, was passiert. Und mal versuchen, unsere Naturschilde hier wegzuspielen. Im Zweifel nämlich ganz gefährlich. So. Ich hätte gerne mal ein paar mehr Specials voll gehabt, aber für Seshad wird es das gewesen sein. Das war es jetzt für uns. Aber halb so wild. Das machen wir gleich nochmal. War ja auch kein gutes Board. So. Revanche. Drehen wir den Spieß mal um. Das wird Fenrir, wenn er nicht jetzt stirbt, beenden. Auch das soll uns nicht lumpen. So, ihr seht, an dieser Stelle habe ich gewonnen und wir machen es einfach nochmal. Sehe auch gleich schon wieder aus. Paar Naturschilder haben wir. Und dann war es das für Frigg. Doppeldots. Oh, weia. Das wird schon wieder gewesen sein für uns.
Kann man nicht viel machen. Na, mal gucken. Hätte ich die Heilung durchgekriegt, hätte ich noch gewonnen. Ihr seht, wir haben verloren. Das liegt aber nicht an Frigga oder Frigg, wie auch immer sie genannt wird. Sondern einfach, dass wir hinten raus ein klein wenig Pech hatten. Noch sind wir nicht besiegt. Jetzt sind wir besiegt. Muss ich jetzt keinen Replikator nachsetzen? Nein. Na gut. Ziel war ja auch im Prinzip, euch mal zu zeigen, wie der Kampf so funktioniert. Wir haben auf jeden Fall einmal gewonnen. Das zweite Mal war knapp. Daher, ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick gelangen.